Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir in den holländischen The Bijenkorf Adventskalender hineinschauen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. The Bijenkorf heißt, glaube ich, der Bienenkorb. Und im Prinzip ist es so ein Kaufhaus, so ähnlich wie Galeria Kaufhof oder so, ne, wo man dann halt auch so Luxusbrands findet. Selbstverständlich haben wir hier keine Mode drin, sondern wirklich die Creme de la Creme der Beauty-Luxusartikel. Und ich bin so gespannt, was wir dieses Jahr hier drin haben werden. Denn dieser Adventskalender ist 30 Euro teurer geworden als letztes Jahr. Der ist von 99 Euro auf 129 Euro hochgeklettert, soll aber einen Warenwert von 500 Euro haben. Und ich weiß echt noch nicht, was drin ist. Ich bin so gespannt. Er ist super schwer und gluckert. Also wenn ich den jetzt so... Ne? Eben beim Thumbnail, da hat er gegluckert neben meinem Ohr. Und ja, man kann den so auseinanderklappen, das mache ich gleich, weil das kann ich jetzt nicht so in dieser Art und Weise. Und ich finde den wirklich hübsch, da sieht man das Kaufhaus, man sieht oben die Sterne. Wir haben das Ganze in Gold, hier ist ein Tannenbaum, da sind Schneemänner und so, ne? Finde ich großartig, ich möchte mit euch reinschauen. Ich finde, dass der Adventskalender ziemlich imposant aussieht, auch wenn ich tatsächlich von der Optik her ihn noch schöner gefunden hätte, wenn er mehr so ins Grün oder so Rote gegangen wäre. Dieses Mal haben die sich für Rot entschieden, wobei letztes Jahr war eine riesengroße Biene darauf abgebildet und das Ding war in Silber. Also dementsprechend ist das hier schon weihnachtlicher als letztes Jahr. Aber nicht lang schnacken, wir gucken in die Nummer 1. Holla, die Waldfee. Die ist aber ganz schön groß hier. Huch. Oh, wir haben keine Zwischenebenen. Gut, dass wir das jetzt gerade herausgefunden haben. Ich dachte nämlich, das wären jetzt irgendwie Schublädchen. Nö. So, wir starten mit einem Produkt von The Ordinary. Salicylsäure 2%, das ist eine Maske. Und da haben wir 50 Milliliter drin. Ja, Salicylsäure, nicht in der Schwangerschaft, nicht in der Stillzeit, weißt du Bescheid, ne? Aber, jo, an und für sich mag ich Salicylsäure. Salicylsäure mag mich auch. Und wir arbeiten immer gerne miteinander. Ach so, nicht länger als 10 Minuten darfst du die drauf lassen. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir die dann so morgens drauf machen würde, wenn ich Zähne putze. Und ich muss gerade ein bisschen in mich hineingrinsen, denn mein Babybauchi hat gerade Schluck auf. Ich hoffe, dass wir jetzt in der Nummer 2 etwas drin haben, was dann doch etwas hochpreisiger ist, denn The Ordinary ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, teuer zu sein, was ja an und für sich positiv ist, ne? Aber ich möchte schon gerne Luxus in diesem Adventskalender haben. Und hier habe ich was von Moroccan Oil drin, ein Hydrating Shampoo mit 70 Millilitern. Das soll, ja, für Hydratisierung der Haare sorgen, was ich sehr gut finde, denn das brauche ich. Ich habe trockene Haare, kann ich gut gebrauchen. Ich mag auch gerne, dass wir hier so ein Drückvieh haben. Also quasi, du drückst sie hinten drauf, upsala, und dann geht das Ding auf. Genau, finde ich einfach besser unter der Dusche, ne? Riecht auch echt wie frisch vom Friseur. Schön. Auch mit dabei ist die Nummer 3, die ganz schön groß, aber sehr leicht ist. Hier habe ich Marfa Eau de Parfum Memo Paris Fleur Bohème. Aha, 10 Milliliter. Eau de Parfum. Wir haben hier ein Parfüm drin. Das ist doch schon mal ganz hübsch. Ich weiß, dass viele halt tierisch drauf abfahren, wenn halt in solchen Adventskalendern Parfümminiaturen oder Parfümgeschichten drin sind, ne? Damit man sich so ausprobieren kann. Oh, das sieht aber schön aus, weil viel drin und Sprüher und so. Werde ich jetzt nicht testen. Ich bin aktuell super schwierig, was Düfte angeht, ne? Also da könnte ich euch gar keine richtige Review zu geben, weil mein Geruchssinn ist durch die Schwangerschaft, durch die ganzen Hormone und so einfach vollkommen benebelt. Ich blende euch die Duftnoten einfach lieber mal so ein bisschen ein und ich denke auch, dass dieses Parfum wahrscheinlich nicht bei mir bleiben wird. Da werde ich mir halt erstmal die Duftnoten zu angucken müssen, ne? Weil ich jetzt auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht so super viel Parfum verwenden werde. Deswegen wird sich da jemand von euch drüber freuen können, denn auch dieses Jahr bastle ich wieder einen sowohl Monolidschatten-Adventskalender als auch Nagellack-Adventskalender als auch Parfüm-Miniaturen-Adventskalender. Und das Ganze wird dann halt immer verlost. Ne? Da wird es irgendwann ein Video geben von mir. Deswegen abonniert gerne diesen Kanal. Kannst du hier gerne machen. Oder du hast es schon längst. Würdest du mich nebenbei auch ein bisschen mit supporten. Fände ich cool. Und dann mache ich halt ein Video, wo ich halt super viel raushaue. Ne? Das ist für mich immer ganz gut. Hier haben wir die Nummer 4. Gefühlt werden die Kläppchen irgendwie gerade immer leichter.
je mehr ich hier jetzt auspacke, dann könnte hier doch gegebenenfalls vielleicht Schminki Kapinki drin sein. Oh nee, 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 nee. Das gehört nicht in 129 Euro Adventskalender. Also ich möchte hier eigentlich keine Zahnpflegeprodukte drin finden. Eigentlich möchte ich hier auch keine Nahrungsergänzungsmittel drin finden. Bei 129 Euro habe ich dafür hingelegt. Da möchte ich halt auch wirklich Produkte drin enthalten haben, die ich geil finde. Und da gehört ein Zahnaufhellungsstift nun mal leider nicht mit dazu. Nee, PEP Whitening Technology. Herzlichen Glückwunsch. Irresistibly White. Mensch, nein, möchte ich nicht in einem Adventskalender haben. Bin ich ehrlich, finde ich ganz furchtbar. Und macht mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen sauer. Also ja, London Polished. Nee, nee, einfach nee. 2 Milliliter, herzlichen Glückwunsch. Ich möchte hier auch keine Klopapierrolle drin finden. Ganz einfach. Ui, ich weiß noch, ich hatte damals so ein Felix-Buch. Felix der Hase, ne? Felix Weihnachtsbuch irgendwas. Und da wurde dann quasi von den verschiedenen Ländern, die so um uns herum sind, beschrieben, wie so Weihnachten gefeiert wird. Ich kann euch das mal in der Infobox verlinken. Da hatte ich übrigens meine erste Weihnachtsmütze drin, die Santa Claudi getragen hat. mittlerweile passt sie nicht mehr. Mittlerweile ist sie auch verloren. Egal, auf jeden Fall ist da auch die Niederlanden oder sind die Niederlanden drin gewesen. Ich glaube, für die ist der 5. Dezember wichtiger als der 6. Dezember. Das heißt, ich vermute hier in dem 5. Dezember auch was Cooleres als in dem für den nächsten Tag. Und ja, dieses Felix-Buch werde ich safe auch nochmal kaufen für meinen Mr. Bauchi, weil das so schön war. Oh. Huch. Schmeiß weg. Dr. Barbara Sturm, Hallöchen, Anti-Aging Body Cream, das hat, sowas erwarte ich hier drin, Leute, 50 Milliliter, weil das ist Dekadenz pur, ne? Also sowas brauche ich ja innerhalb von Tagen auf, das ist ja ruckizuck leer und kostet safe irgendwie so seine 20 Euro oder so, ne, für 50 Milliliter, weil Dr. Barbara Sturm ist eine super teure Marke, die aus Deutschland kommt und im englischsprachigen Raum halt total gehypt wird, ja, gut. Anti-Aging am Körper. Dann werde ich das vor allem hier so zwischen den Hupis verwenden, auf den Händen und auf den Füßen. Da kann man sowas auch immer ganz gut gebrauchen, Leute. Am Poppes, falls er schon hängt. Ich hoffe nicht. Die Nummer 6, was ja eigentlich Nikolaus für uns ist. Nö, das glaube ich nicht. Also das wird nicht teurer sein als Dr. Barbara Sturm. Living Proof Perfect Hair Day Advanced Clean Dry Shampoo. Herzlichen Glückwunsch, 90 Milliliter. Verwende ich nicht, brauche ich nicht, werde ich weitergeben, wird sich irgendwer anders drüber freuen. Trockenshampoos sind halt immer so ein Ding für sich, ne? Also das, ich mag das Gefühl einfach nicht in den Haaren. Hui, die Nummer 7 ist aber, guck mal, wie groß die ist. Oh ja, das hat zwar nicht so einen irre krassen Wert, Leute, aber jeder freut sich doch über Rituals im Adventskalender, oder? Oder bin ich der einzige Freak auf Erden? Ich weiß es nicht. The Ritual of Ying, Your Path to Inner Peace. State of Serenity Fragrance Sticks, Sacred Lotus and Jujube. 70 Milliliter sind hier drin enthalten und das sind Duftstäbchen, Raumstäbchen. Damit kann man den Raum in einen wunderschönen Spa verwandeln. Stehe ich volle Elle drauf, das kommt ins Badezimmer. Oh nom, richtig, richtig cool. Und ja, Rituals-Düfte sind sehr intensiv und so. Und Ritual of Ying finde ich schön, das ist so Unisex, ne? Oh, was eine schöne Flasche, guck dir die mal an. Ne? Hübsch. Die Flasche riecht schon gut. Und dann haben wir die Duftstäbchen, je nach Intensität kann man dann halt sich auswählen. Oh, jetzt löst sich hier der Klebe, war ein Scheiß. Kann man sich dann auswählen, wie viele Stäbchen man da reinstecken möchte. Ich finde das super, ne? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ist es nicht aufregend? Ich habe gerade gesehen, dass wir nicht 24, sondern 25 Boxen haben. Freut mich. Ren Clean Skincare Evercom Redness Relief Serum. 15 Milliliter für sensible Haut. Von Ren hatte ich auch schon das ein oder andere Produkt. Aber ja, gegen Rötung brauche ich persönlich jetzt tatsächlich nicht arbeiten bei mir im Gesicht. Weil ich bin eher so eine Trockenpflaume, die sehr sensibel unterwegs ist. Das ist eher so meine Welt. Und ja, dieses Redness Control ist dann halt so total beruhigend und so. Was schön ist, brauche ich aber nicht. Ne? Das heißt, da verwende ich dann eher andere Serien, die dann gezielter für mich vernünftig sind. Genau. Und das ist auch noch eine Recyclable Glass Bottle. Auch das finde ich ja großartig. Schön, aber nicht für mich geeignet.
Mal gucken, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Oh, schön. Wir haben was von Elia hier drin. Das gibt es auch bei Purish. Und da könnt ihr manchmal auch mit Claudis Welt 15% drauf sparen. Gönnt euch auf jeden Fall hart. Purish ist ein ganz toller Online-Shop. Only You ist hier die Farbbezeichnung von einem Balmy Gloss Tinted Lip Oil. Liebe ich. Oh, wie schön. Das werde ich auch behalten. Das finde ich schön. Das ist jetzt das erste dekorative Kosmetikteil. Das ist aber spät drin da. Riecht nach nichts. Ja, schöner Lipton. Also das ist ein schöner Ton. Das ist so ein bisschen My Lips But Better in the Alltag, in the Everyday Life. Oh, schön, oder? Das mag ich gerne leiden. Und ich mag gerne Lippenöle, weil das pflegt halt. Dann hast du auch noch jetzt ein bisschen Farbe auch mit am Start. Ist cool. Mal sehen, wie es mit der Nummer 10 weitergehen wird. Die ist sehr, sehr leicht. Ach, guck an. Hier habe ich noch ein Parfum. Ex Nihilo Paris. Okay. 7,5 Milliliter Eau de Parfum Fleur Narcotique. Oh. Oh, Narcotique. Da gibt es doch auch diesen Song. Das... Oh. Ein episches Lied, um das mal so zu sagen. Oh, auch hier edel sprach der Wedel, haben wir wieder so einen Sprayer. So Glas, so schön eingemurmelt, wollte ich gerade sagen, eingepackt. Nee, cool, definitiv. Also auch da blende ich euch natürlich die Duftnoten ein, muss mich da ein bisschen reinlesen, wird wahrscheinlich auch wiederum sehr blumig sein. Aber gut, dann haben wir zwei blumige Düfte, ne? Ja, gut, schön. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Oh nee, haben sie nicht gemacht, oder? Haben sie nicht gemacht. Doch, haben sie. Ja. Yoss Inner Beauty Kollagen, 30 Tabletten. Auf gar keinen Fall werde ich das jetzt gut finden. Nein, Nahrungsergänzungsmittel gehören nicht in den Adventskalender rein. Finde ich nicht gut. Die Nummer 12. Leute, es ist nass. Es ist dekorative Kosmetik. Jetzt hauen sie raus. Aber warum? Warum? Zwei Lippenprodukte. Dann hätten sie doch irgendwie ein anderes Produkt von NARS reinpacken können. Natürlich in der Farbe Orgasm Lipstick 3,5 Gramm. Wunderbar. 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 Satin. Also ich finde es gut. Ich werde ihn auch definitiv behalten. Aber zweites Lippenprodukt. Oh, schöne Farbe. Die hat auch so einen Schimmer mit drin, ne? Das ist ja so ein leichtes Orange. Ich habe ja auch den Blush dazu. Der ist sehr subtil. Aber schön. Muss man halt doller auftragen. Oh, jetzt schmilzt mir das ein bisschen zu doll, weil meine Hand wahrscheinlich zu heiß ist. Hm. Ja, das sind die Hitzewellen, die man in der Schwangerschaft hat, ne? Genau, so schaut er aus. Finde ich cool. Also schon, ne? Ja, hast du jetzt so zwei Bormi-Pormi-Geschichten hier mit dabei. Ist nicht magnetisch, wie schade. Mensch. Aber cool. Halbzeit, die Nummer 13. Stimmt, wir haben noch gar nichts, um uns sauber zu machen. Hier haben wir von Molton Brown ein Delicious Rhubarb and Rose Bath and Shower Gel. Ja. Hier haben wir 100 Milliliter drin. Die kommt uns ja bekannt vor. Wir kennen das ja von der Glossy Box oder Look Fantastic Box vor allem. Und das ist ein ganz tolles Duschgel. Wirklich, ich habe eine Freundin, die ja so mega drauf abfährt. Die haben ganz, ganz tolle, langanhaltende Düfte. Deswegen passt das wirklich auch wie Faust auf Auge in diesen Adventskalender hinein. Luxus ist am Start. Die Nummer 14. Was bist du? K18. Biomimetic. Hair Science Leave-In Molecular Repair Hair Mask. Okay, 15 Milliliter. Hä? Okay, das ist für die Haare. Sehr interessant. Ist dann wahrscheinlich so eine Art Haaröl, oder? Haare shampoonieren, nicht Conditioner verwenden. Dann soll man das mit so einem Handtuch einfach so ein bisschen Handtuch trocken machen. 1 Milliliter, das sind so 3 Pumpstöße. Dann 4 Minuten drauf lassen, damit das Ganze aktivieren kann und nicht auswaschen. Ja, so ein schönes Leave-In. Aber warum let's sit for 4 minutes to activate, do not rinse out, style as usual. Wahrscheinlich darfst du dir dann erst nach 4 Minuten die Haare föhnen oder so. Ja, okay, weiß ich Bescheid, aber es dauert bei mir eh immer ein bisschen länger als nur 4 Minuten, wenn ich meine Haare föhnen möchte. Okay, aber aua, aber cool. Also, ne, so ein Haarprodukt kann man sich auf jeden Fall gönnen. Meine Haare brauchen immer Liebe. Wir hatten ja schon ein Shampoo mit dabei. Dann haben wir jetzt auch noch so ein Vieh dabei. Jo, cool. Auch die Nummer 15 ist recht prall gefüllt. Also da geht die Party schon hart ab.
Ja, das ist eine Marke, die darf nicht fehlen. Pixi bei Petra ist das Retinol Tonic mit Retinol, Jasminblüte und der soll weichzeichnen. Ja, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Retinol ist ein wundervoller Anti-Aging-Wirkstoff. Ich liebe Retinol, würde aber, glaube ich, dieses Produkt jetzt nicht täglich anwenden. Hier steht nämlich Use Daily After Cleansing. Das finde ich ein bisschen hardcore. Da würde ich halt mich so langsam rantesten. Ne? Das ist halt immer die Frage, wie hoch das konzentriert ist und so weiter. Muss man halt immer schauen. Aber Retinol liebt meine Haut. Das ist wirklich toll. Ist halt gerade nur nicht angesagt in der Schwangerschaft und Stillzeit. Das heißt, so nächstes Jahr im Sommer dürfte ich wieder, aber nicht im Sommer Retinol verwenden. Das ist ja jetzt eher für Winter. Also so in einem Jahr darf ich den erst verwenden. Die Nummer 16. Oha, wir haben hier zwei Sachen drin. Zum einen haben wir hier, yay, ein Scrunchie drin enthalten. Yay, aber ich mag Scrunchies. Aber das hier sieht ein bisschen lang aus irgendwie, weiß ich auch nicht. Pure Silk, oh, auch Seide. Skinny Scrunchie. Das ist schon wieder interessant, ne? Selfie Your Slip. Slip Silk Pillow Care. Pillowcase. Slip. Aha. Einmal Pink Rose. Bin ich gespannt, was so, ne, was das so macht. Ob das so funktioniert, ob wir Freunde werden. Seide ist auf jeden Fall angenehm für die Haare. Definitiv. Und das ist bestimmt super ein teures Vieh, weil Seide und so, ne? Und für meine Haare natürlich nur das Beste. Weiß du Bescheid. Nein, aber sowas finde ich aufregend, muss ich wirklich sagen. Wann hatte ich das letzte Mal wirklich echte Seide an den Fingern? Das ist schon lange her, Leute. Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig schön an. Oh. Würde ich dann so zweimal drum machen. Aber es wäre dann nicht als Bommelverstärkung, sondern wirklich in den Haaren als Haargummi. Also so, wie man es halt verwenden sollte, ne? Okay, das ist schon mal das erste Produkt. Das ist schön. Oha. Und hier habe ich Safe and Gua Sha Stein drin. Yay! Haben wir ziemlich häufig in Adventskalendern, ne? Das ist halt so das Ding. Von Kuku. Yo. Der ist schwer. Der sieht hübsch aus. Der wird seinen Sinn und Zweck erfüllen. Haben wir jetzt eigentlich schon so ein Gesichtsöl? Nee, aktuell haben wir noch kein Gesichtsöl, was man damit halt einarbeiten könnte. Das kannst du halt schön nehmen, so zur Lymphdrüsenmassage und so, ne? Da machst du dir halt so ein schönes Gesichtsöl drauf und dann kannst du da so deine Kramsachen entlang gehen und dann wird das alles super. Ja, ist schon okay. Ist jetzt aber nichts, wo ich jetzt aktiv in den Laden rennen würde, um mir das zu kaufen. Die Nummer 17 ist eine Woche vor Heiligabend. Ein riesiges Produkt und zwar ist das ein Raisin Hydratant und Sauge Purifiant. Das ist ein Reinigungsschaum, 150 Milliliter von Caudalie Vino Pure. Den hatte ich auch schon mal da, den habe ich auch schon verwendet, den mochte ich richtig gerne leiden. Sehr hautverträglich, sehr angenehm. Verwende ich gerne als zweiten Schritt vom Double Cleansing, also erst so ein ölhaltiges Produkt, um halt das Make-up richtig aufzubrechen und zu lösen, runterzunehmen und so. Und das ist dann wirklich für die porentiefe Reinigung und für die gründliche Gesichtsreinigung danach richtig, richtig klasse. Reinigungsschaum, hier steht es drauf. Hydratisierende Traube und klärender Salbei. Alle Hauttypen, Gesicht, reinigt und klärt sanft. Abspülen. Nach jeder Anwendung mit der Kappe verschließen. Ja, das macht Sinn. Cool. Der 18. Dezember läutet so ein bisschen die Weihnachtswoche ein. Normalerweise, die Menschen kaufen sich einen Tannenbaum. Es wird spätestens dann weihnachtlich dekoriert. Passt. Kerzen werden aufgestellt, weißt du Bescheid. Hatten wir nicht letztes Jahr auch diese Kerze, glaube ich, schon drin, ne? Meine ich nämlich wohl. Made in France. Okay. Parfum Francais Courgdian. Ja, das konnte ich letztes Jahr schon nicht gut zuordnen. Maison Francis Courgdian, Paris, Baccarat Rouge 540, 30 Gramm von einer Duftkerze. Da bin ich letztes Jahr zum einen hinten übergefallen, als ich den Preis recherchiert habe und zum anderen, als ich die bei uns angemacht habe. Wir haben also eine sehr offene Wohnsituation bei uns. Und der Duft, Leute, der war überall, das war richtig krass. Die Kerze, die konnte ich nicht Ewigkeiten anlassen, weil das dann fast schon zu viel war. Und guckt euch an, wie klein das Moped ist. Ne? Richtig heftig, aber mega geil. Und das ist ein verrückter Duft, den ich aber total gerne mag. Also das würde ich jetzt so als Parfum nicht tragen. Das wäre nicht so meins, ne? Aber so als Duftkerze, als Raumduft, finde ich den schon schön, aber sehr aufdringlich. Das mag nicht jeder tatsächlich, aber ja, so ein bisschen schon. So ein bisschen mag das jeder schon. Genau, Claudinchen. So kann man das definitiv formulieren. Boah, die Waldfee, die Nummer 19, ist auch wieder so schön schwer. Also es macht schon Spaß, den Adventskalender auszupacken, ne? Ich vergesse die ganze Zeit nicht, wie viel ich dafür ausgegeben habe. Das muss ich wirklich an dieser Stelle noch erwähnen, ne?
Balmain Paris Texturizing Soul Spray. 200 Milliliter, das ist für die Haare. Nein. Sowas mag ich nicht. Meine Haare sind schon trocken genug, da muss ich nicht auch noch Salzspray dran knallen, damit sie noch mehr austrocknen, um dann eine Textur zu bekommen. Nein. Hui, wir sind im 20er-Bereich. Die Nummer 20 ist am Start und ich finde, so langsam könnten wir auch mal wieder dekorative Kosmetik vertragen. Hätte ich auf jeden Fall nicht wenig Bock drauf. Oh, ich glaube, wir werden nicht enttäuscht, Leute. Das ist nämlich Hourglass. Das müsste ich aber tatsächlich noch da haben. Das ist das Veil Translucent Setting Powder. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Das war nämlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr in dem Hourglass, Sephora Multibrands Adventskalender, ne? Genau, das ist einfach ein Puder. Translucent Setting Powder. Läuft, finde ich klasse. Lasse ich jetzt aber, glaube ich, erstmal zu. Weil, wie gesagt, ich habe es ja noch da und noch nicht aufgebraucht und so. Und ja, das ist ein loses Puder, was halt einen Weichzeichner-Effekt ins Gesicht geben soll. Und Hourglass ist natürlich nicey, pricey, capricey am Start, ne? Die Nummer 21. Oh, hier haben wir auch schon wieder ein bisschen Parfum drin enthalten. Ne? Duftnoten blende ich euch ein. Jo Malone London Wood Sage and Sea Salt Cologne. Okay, 9 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Auch das ist wieder ein Sprayer, was ich persönlich richtig gut finde. Jo Malone ist ja eine Marke, die auch so super gehypt wird, wo es ja auch einen eigenen Adventskalender von gibt, der super teuer ist und so. Aber ja, weiß ich nicht, ob ich das mag. Muss ich dann halt wirklich mal in Ruhe gucken und mich auch mal mit den Duftnoten befassen und so. Das ist halt immer jetzt für mich tatsächlich so ein Ding, ne? Gerade bei teuren Parfums. Dann gebe ich das nämlich lieber an jemanden sonst weiter, der sich halt mehr drüber freuen würde, als dass ich das halt einfach jetzt nicht so wertschätzen könnte. Das ist immer ein bisschen schade. Dann hüpfen wir doch mal ganz entspannt zur zweiten Schnapszahl, die Nummer 22. Und auch die ist wieder schön prall gefüllt. Sowas mag ich einfach. Ne? Wenn du in den Boxen wirklich die Produkte so findest, wie du sie dann quasi aufgrund der Boxengröße erwarten würdest, hatten wir jetzt, glaube ich, so gut wie immer eigentlich. Ne? Ja, wir sind jetzt auch wieder bei einem Trendthema und zwar Paula's Choice, total beliebt. Auch das gibt es bei Purish. Auch da könnt ihr mit Claudies Welt 15% drauf sparen. Exfoliate, Skin Perfecting, 2% BHA Liquid Exfoliant, Salicylsäure, 118 Milliliter. Also da stehen doch super viele drauf und ich glaube, das packe ich mir mal zur Seite, dass ich das mal ausprobiere, wenn ich halt in einem Jahr mit allem durch bin. Wow. Und Salicylsäure klärt halt die Haut richtig schön. Ne? Das ist auch eine ganz gute Geschichte. Ich glaube nämlich, dass meine Haut so gut wie sie jetzt auch ist, so genial wie sie auch ist, wird sie nicht in ein paar Wochen mehr sein. Nein, das glaube ich nicht. Die Hormone sind schon sehr freundlich gerade mit mir. Der 23. Dezember, der Tag vor Heiligabend, da haben wir jetzt ein sehr kleines Büchslein. Also da bin ich gespannt, was wir dann einen Tag vor Heiligabend machen dürfen. Oh, wie geil. Das mag ich so gerne. Meine absolute Lieblingsaugencreme, Leute. Von Kiehl's ist das Creamy Eye Treatment mit Avocado. 14 Milliliter haben wir hier drin und das feiere ich gerade so sehr, denn ich hatte letztens erst eine kleine Geschichte davon in einer Beautybox drin enthalten. Und jetzt habe ich hier das in dem Adventskalender drin. Also das ist so gut. Das ist richtig gut und das werde ich so gut gebrauchen können, wenn ich nächtelang nicht schlafe, weil Babyboy wahrscheinlich viel Liebe braucht, was auch in Ordnung ist. Das wird so mein Staple. Ich freue mich. Heiligabend, die Nummer 24, ist für uns natürlich echt wichtig, ne? Weil Heiligabend halt. Bin ich mal gespannt, wie wichtig dann... Oh, wow. Der Beinkorb, das sieht offensichtlich als sehr wichtig. Ich habe mich da also immer vor geschützt, dass ich mir das Ding kaufe. Weil er so teuer ist. Von Too Faced Diamond Light Multi-Use Diamond Fire Highlighter. 12 Gramm. Ich würde mal ganz entspannt behaupten, dass das tatsächlich auch eine Full-Size ist. It's your time to shine, steht hier drin. Ich habe die Lidschattenpalette davon halt auch, ne? Das ist halt optisch gesehen ein Knaller. Oh nein! Aber ein rausgebrochener Knaller. Ach, wie schade. Naja, ne? Ist halt rausgebrochen, aber ich glaube, dass das so ein Problem war, was diese Highlighter wirklich viel hatte. Falls ihr Tipps habt, wie man, also hier ist halt das komplette Puderprodukt rausgebrochen, ne? Das ist halt, liegt jetzt hier lose auf dem Pfännchen. Falls ihr einen Tipp habt, wie man da jetzt in irgendeiner Art und Weise das fixieren kann, schreibt das super gerne in die Kommentare rein. Der ist halt geil, ne? Weil so mega holographisch am Start, da trägst du auch nicht jeden Tag.
Ne? Das trägst du nur so mal vielleicht, wenn du ganz fancy-pancy unterwegs bist und Bock hast, so ein bisschen wieder zurück in die 2000er gebeamt zu werden. Weil der beamt dich halt wirklich, ne? Wahnsinn! So, Trommelwirbel, die Nummer 25. Wir sind also für uns am ersten Weihnachtsfeiertag angekommen, aber das ist jetzt ja quasi das Produkt des Adventskalenders für The Buying Corp. Und da kommt die Charlotte. Sehr schön. Charlotte Tilbury, 10 ml von der Pillow Talk Push-Up Lashes Instant Volume Length and 24 Hours Lift Effect Mascara. Die ist wirklich schön. Da müsste ich auch noch eine kleine Größe von da haben. Mega cool. Es ist so ein Gummibürstchen. Super Black ist hier die Farbbezeichnung. Und dieses Gummibürstchen ist ganz speziell, weil das ist so zusammengedrückt auf der, also ne, das ist so ellipsenförmig, aber es ist halt zusammengedrückt, also es ist platt. Diese Ellipse siehst du halt nur von der einen Seite und jetzt, ich habe die noch nie in der Full-Size in der Hand gehalten und bin gerade sehr ehrfürchtig. Mega cool. Ich kann euch das Bürstchen auch mal einblenden, weil die lasse ich jetzt natürlich zu, weil ich habe die kleine Variante davon offen. Feier ich. Also da haben sie wirklich jetzt auch in die 25 was wirklich Tolles, Brauchbares, Cooles reingepackt. Vor allem erst dann ein Highlighter und dann danach direkt Mascara Capara, also Fazit. Jetzt kann ich den nämlich auch hier halten, ohne dass ich da, dass es mir zu schwer wird, ne? Also wir haben hier eine durchwachsene Geschichte auf dem Tisch stehen, wenn ich ehrlich sein darf. Weil die auch sehr mutige Produkte hier mit reingepackt haben, die nicht jeder feiern wird. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass wir zwei Lippenstifte oder Lippenprodukte hier drin haben, die gefärbt sind. Ne? Da hätte ich mich ein bisschen mehr drüber gefreut, wenn eins davon vielleicht ein Blush gewesen wäre. Wobei ich brauche jetzt nicht den 20. Nars Orgasm Blush in einem Adventskalender drin haben. Den hatten wir nämlich die letzten Jahre immer mal wieder dran. Ansonsten hätten sie den Teeth Whitening Pen und die Kollagen-Nahrungsergänzungsmittel locker weglassen können und dafür halt irgendwas Sinnvolles reinpacken können, meine Meinung. Aber wir haben hier wirklich von Kopf bis Fuß eine schöne Pflege. Wir haben schöne dekorative Kosmetik. Wir haben auch nette Tools mit dabei. Echt geniale Marken und ich gehe auch davon aus, dass wir hier einen fetten Warenwert drin haben werden, ne? Überhaupt keine Frage. Ich finde es auch ganz interessant tatsächlich mit diesen Parfümminiaturen. Ich glaube, da freuen sich auch einige tierisch drüber, dass man da einfach mal so testen kann, weil das halt nicht nur diese Sammelflakons sind, sondern echt diese Sprüher, ne? Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ansonsten solider Adventskalender, der halt wirklich teuer ist, ne? Darfst du nicht vergessen, aber er ist gut bestückt, hat eine schöne Mischung an Produkten hier drin enthalten und ja, ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, denn das war es jetzt hier von mir und meinem Unboxing. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Adventskalender. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!